Schön. Sieht aus, als würdest du ja dringend mal schlafen. Okay, pass auf, Freunde. Ich würde mal eben ein Blatt dazu nehmen. So. Nehmen wir hier das. Da stehen noch alte Portia-Folgen drauf. Und dann schreibe ich mir mal eben das auf, was wir schon haben. Und wir haben hier drin einen Lubscher. Wir haben ein Stielauge. Einen Boomerang. Einen Blasenfisch. Blasenfisch, ein Schwebefisch, dann haben wir einen Reginald, Spatenfisch, und einen Reiffisch. In dem anderen haben wir auf jeden Fall das Auge. Was für ein Name. Und den Oculus. Habe ich den richtig geschrieben? Mit der. Das. Hallo? Mit der mit C geschrieben? Oculus? Ja, mit einem C, ich habe mir zwei geschrieben. So, und der andere hieß Augauge, ne? Augauge. Gut. Das war Nummer 1. Nummer 2 brauchen wir natürlich einmal hier die Beetkästen. Dann haben wir jetzt ich verliere auch gerade Sauerstoff. Hirnkoralle. Schönfeilchen. Wir haben eine rote Wiege. Eine Rotgarbe. Dann haben wir den Rotschirm. Und Quallenpilz. Okay. So, kurz Luft holen. Sicher ist sicher. Im nächsten Kasten haben wir den Höhlenbusch. Wir haben Gelsäcke. Wir haben adrige Nesseln. Und wir haben Windegras. Ich finde Windgras trotzdem schön, den Namen. So, ich mache direkt den nächsten auch nochmal. Warum macht der das manchmal nicht? Schlingpflanzen. Dann haben wir Blaupalme. Ein Augenstängel. Spitzhorn.
Spitzhorn. Ja, Gras ist das ja eigentlich, Spitzhorngras. Fickelpapyrus. Und auch zweimal Fickelpapyrus haben wir hier drin. Okay. Ja, komm, und das letzte kann ich auch nochmal schnell machen. Da sind nämlich nur zwei Sachen drin, nämlich Säurepilz und Tiefenpilz. Gut. Dann haben wir alle Pflanzen, die wir hier draußen haben. Wir haben drin noch die Tigerkoralle, hieß die, glaube ich. Tigerpflanze. Ich finde das sehr gut, dass die uns nicht angreift, wenn wir sie selber gezüchtet haben. Soll ja, glaube ich, auch auf die Fische zutreffen. Natürlich haben wir hier drin auch noch mal etwas. Da würde ich noch mal ein neues Blatt anfangen. Oder? Mal Pflanzen. Draußen und Pflanzen drinnen. Händisch unterstreichen ist ganz korrekt und gerade. Wir haben hier drin einen Orangenpilz. Eine chinesische Kartoffel. Dann haben wir Farnpalme. Und ein Larvenkorb. Gut. Hier drin haben wir Knollenbaum. Laternenfrucht. Pinke Kappe. Oh Gott, die alle. Gefleckter Klapper. Dann haben wir kleine Marmormelone. Und dann alles das und Marmormelone, wow. Also wir haben eine kleine Marmormelone und wir haben normale Marmormelonen. Okay. Hier noch irgendwas Neues, Neumaum, Laternenfrucht, Voxelstrauch. Voxelstrauch, sind alles Voxelsträucher. Und hier haben wir noch die Ming-Pflanze. Das ist die von der Eve. So, ja, dann haben wir alles aufgeschrieben, was wir aktuell haben. Sehr gut. Ich schau mal eben, was die Reaktoren hier machen. Der hält, glaube ich, für ewig. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist ein Bug. Ich kann es mir nicht anders erklären. Der geht hier schon wieder zur Neige. Ich habe hier noch eine Quallenpilzspore drin. Achso, Membranbaumsamen habe ich noch.
Stimmt, wir haben auch weiter hinten noch ein Beet gehabt, da war auch noch was drin. Ich glaube, das ist dieser Membranbaum, oder? Ja, Membranbaum. Richtig schreiben. Gut, dann kann ich den eigentlich auch in den Bioreaktor schmeißen. Welcome aboard, Captain. Ich hätte mir schon fast gedacht, dass wir den bereits haben. Schwupps. So. Vier Glas haben wir noch übrig. Nun. Man muss nehmen, was man kriegen kann. Durst haben wir gerade wieder, mache ich mal eben. Einen ganzen Baum gegessen. Warum auch nicht? Und ganz wichtig, zwischendurch mal speichern. In Ordnung. Jetzt habe ich grundsätzlich mal eine Frage. Das ist ja hier alles schön mit den Beeten, ne? Aber wäre es nicht irgendwie cooler, wenn ich hier so ein, hier irgendwie eine Luke mache und dann hier drin einfach meinen ganzen Garten mache, so ein Kräutergärtchen. Ich meine, gut, das hier müsste dann weg, das kriegen wir aber schon hin. Anstatt hier vorne. Ich fände das irgendwie besser. Ich glaube, das mache ich auch. Nehmt mir euren Hass entgegen. Schmeißt mir euren Hass gerade entgegen. Ich nehme ihn dankend an. Was mache ich hier eigentlich gerade? Eine Luke. Quarz und Titan. Und ob wir das noch haben? Könnte knapp werden. So, das war dann hier. Hä? Ach, ein Quarz, zwei Titanen, so rum war das. Zwei Quarz, ein Titan. Naja, egal. Können wir nämlich hier raus. Und dann bauen wir uns hier wunderschöne Mobil hin. Und die Frage ist, ob ich jetzt hier vielleicht noch schon wir mal eben noch mal ein paar Titanen. Dann baue ich nämlich noch mal ein bisschen Laternen. 1, 2, 3, 4. Ach komm, weißt du was? Ich mache einfach mal 8. Gehen wir hier raus, unseren Nebeneingang. Ich würde ganz gerne dann hier einen hinbauen. Das sieht nicht schön aus, ne? Also. Das ist jetzt nicht dafür gedacht, dass das hier richtig klasse aussehen soll. Wenn die wenigstens mittig wären. Ich wünschte, man könnte das irgendwie konfigurieren, wo die sitzen. Und hier hinten finde ich das ja auch immer etwas düster. Deswegen baue ich doch hier hinten auch nochmal einen Pflanzkasten hin.
richtigen Tasten muss man schon drücken. So, die sind weg. Ich glaube, ich baue den so. Okay. Da können wir nämlich direkt themenmäßig umziehen. Ich würde sagen, alles was rot ist, kommt erstmal zusammen. Rot. Rotschirm. Rotgarbe. Packen wir hier schon mal rein. Die Schlingenpflanze brauche ich hier eigentlich nicht, weil die ist so riesig und störend und ja. Ich will aber vielleicht noch hier oben drauf nochmal ein Beach-Ding stellen. Nochmal eben zwei Stängelchen. Der Geiz. Wird alles ein bisschen heller sein. Generell können wir mal. Ach komm. Wir können's. Sauerstoff. Jetzt wird es richtig. Die Basis wird erstrahlen, Freunde. Man wird sie auf 10 Kilometern Entfernung bereits erkennen. So, 1, 2, 3, 4. Dann hier auch nochmal 1, 2, 2. 4 und 1, 2, 3, 4. Die kommen dann hier hinten noch rein. Bim, 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 bim. Hier oben habe ich schon 6 drin, aber 4. Das sieht auch nicht mehr so blöd aus, dass die nur an ganz links oder ganz rechts in dem Ding drin sind. Hier können noch welche rein. Hier habe ich schon gepflanzt. Boah. Die sind noch komplett leer. Dann nehme ich die schon mal mit. Und baue die hier an. Dass man nicht klippen kann, das wäre wunderschön. So, 3. Rein kann ich sogar noch. Wir haben hier ein bisschen mehr Platz. Ich guck mal, wenn ich jetzt hier rauskomme, muss ich dann. So einen. So. Ich kann ja erstmal die Blueprints stellen. Noch ein
einen kriege ich dann hier nicht hin, aber ich kriege hier nochmal so überquer einen hin. So. Ist jetzt nicht so wunderschön, aber das ist schon okay. Dann tue ich hier irgendwas rein, was ich nicht so oft brauche. Welcome aboard, Captain. So, dann kann ich die rote Wiege. Ich gucke mir direkt das ganze Inventar zu, mein Gott. Ich möchte das natürlich nicht alles einfach nur wegschmeißen und dann ist gut. Ich möchte da natürlich auch schon einen Sinn drin haben. Aha. Aha. Schon mal Futter für die Maschinen. Dann haben wir den Rotschirm haben wir schon umgepflanzt. Meine Güte, was soll ich mit dem ganzen Zeug? Ich brauche ja nicht mehr als eine Pflanze davon. Nicht. Okay. Ich muss hier nicht alle einzeln abbauen. Ich kann auch ein Feld. Ich mache mal hier eine Koralle, nehme ich einmal mit. Das hier ein Korallenfeld, das packe ich mal hier hin. Das ist das zweite. Da würde ich dann auch tatsächlich die Gelsäcke einpflanzen. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. So, acht Stück. Muss ich nochmal rausnehmen. Das sieht nämlich sehr komisch hier aus. Was packe ich denn da nochmal mit rein? Gelsack. Was passt denn da noch zu? Vielleicht hier... Wow, ich möchte eigentlich eher so ein Pilzdingen machen. Ich nehme mal hier die Augenstängel. Toll. So, dann habe ich die nämlich hier in einer Reihe. Das sieht besser aus. Und das Pilzfeld, das würde ich gerne irgendwo in die Ecke packen. Das sieht ja nicht so schön aus. Ich möchte hier lieber die schönen Sachen hinsetzen. Zum Beispiel 2, 3, 4. Ich mache hier vorne das Windgras zum Beispiel schon mal hin. Und die. Achso, ne, jetzt habe ich eins zu viel. Ja, ich habe ihn jetzt einfach in die Umgebung geworfen, ich weiß. Vier adrige Nesseln packe ich da hinten rein. So. Der sieht jetzt nicht so schön aus. Dann nehme ich lieber hier die Blaupalme. Blaupalme kommt hier rein. Spitzhorn. Ah, lieber ein Pickelpapyrus. Sieht besser aus. Schwupps. Dann habe ich noch. Jetzt haben wir vier Felder frei. Kurz mal Sauerstoff holen. Ja, komm, nicht in den Höhlenbusch. Der ist dann eh hier hin in der Ecke.
gepflanzt. Die schönen Veilchen packe ich noch mit rein. So. Dann haben wir tatsächlich das hier. Kann ich schon abbauen. Da habe ich nämlich alles von weg. Kann daraufhin... Wo wollte ich die Pilze hinmachen? Die wollte ich hier in die Ecke hinmachen. Das schon mal hinbauen. Quallenpilz. Ja. Ich packe den Membranbaum mal mit zu den Pilzen. Ich habe jetzt die Hoffnung, dass das hinten in der Ecke anfängt. Okay, so macht das. Das ist auch in Ordnung. Und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da. Im Zweifelsfall kann man immer noch mal was umziehen lassen. Leer, den Membranbauern haben wir auch weg. Und hier, wir haben die Rohre, wir haben schön den Quallenpilz, wir haben das hier auch, der kann auch weg. Und hier fehlt uns aber noch das Spitzgras. Zumindest haben wir dann hier schon mal gebaut. Spitzgras. Das packe ich mal. Ich packe das mal hier mit rein. Ist zwar nichts Rotes, aber das passt irgendwie vom Stil her. Wie gesagt, die Schlingenpflanze, da habe ich überall mehr als genug. Die brauche ich nicht auch nochmal extra da anpflanzen. So. Alright. Dann haben wir nämlich jetzt hier unser wunderschönes kleines Innenbeet. Und ich muss mal wieder eine kleine Batterietauschaktion vornehmen. Haben wir noch eine Batterie, einen Batterieplatz übrig. Kann ich nicht noch mal eine bauen? Elektronik, Batterie, Säurepilz und Kupfererz brauche ich dafür. Was ich noch hier übrig habe. Säurepilze. Und Kupfererz. So, Batterie fertig. Wir 98%. Okay, krass. Hat sich gar nicht gelohnt, aber naja. So, wir speichern einmal kurz, weil wir unseren Garten haben umziehen lassen. Und wir haben schon wieder Durst und Hunger und so weiter. Die Frage ist, wie kommen wir jetzt konkret weiter? Wir könnten auf eine Erkundungstour gehen, irgendwelche neuen Sachen finden, machen, tun. Zum Beispiel könnten wir sagen, dass wir... Ich muss mal kurz gucken. Wir hatten nämlich... Eins hatten wir doch mal.
Sagen auf dem Chefingenieur Yu. Ich glaube, das war das gewesen. Das war's. Ich würde gern hier nochmal hingehen. Das war im Land der Zitterale hinten, wo wir die Tiefenpilze damals gefunden haben. Da könnten wir nämlich gegebenenfalls nochmal irgendwelche Sachen mitnehmen. Guck mal, vielleicht finden wir ja noch irgendwas. Kann ja auch sein. Fahren wir 2 Kilometer hin, ist ein paar Meter, aber wird sich bestimmt lohnen. Rein theoretisch könnten wir am Eingang nochmal so Dinger mit Schlingenbäumen hinstellen.